Mmh, geht ja schon los und damit herzlich willkommen und schön, dass du heute wieder mit dabei bist. Deine Smart Home News unter der Woche, unter anderem heute mit ja, der neuen Shelly App. Die habe ich mir natürlich ein bisschen intensiver angeguckt. Ja, die Web Oberfläche, die hatten wir ja schon. Dann die Fritzbox. Man höre und staune, es gibt Meta News, aber nicht nur. Denn ja, man höre und staune, hätte ich im Leben nicht mehr dran gedacht. Ja, deckt Uhle ist nicht mehr das einzige Protokoll, denn sie setzen auch nur auf Siegbee. aber da kommen wir dann gleich zu. Dann natürlich 1.3.23 das Home Assistant Update und auch da gibt es etwas Spektakuläres zu berichten. Deswegen würde ich sagen, legen wir gleich los. Ich freue mich wie immer über ein Abo, die Glocke nicht vergessen und am Ende des Videos ein Däumchen für den YouTube-Algorithmus und jetzt geht's los! Ja, wie immer beginnen wir mit was? Natürlich ein bisschen matter Zeug und schauen wir immer auf die CSA-Seite. Und ja, da sehen wir, es tröpfelt und tröpfelt. Und so langsam kommen einzelne Produkte einfach immer hinterher. Diesmal ist es der neue GUI äh, ja, LED-Stripe, den M1. Wahrscheinlich dreimal, weil er in verschiedenen Ausführungen der Länge kommt, gehe ich mal stark von aus. Und ja, aber das war es eigentlich fast schon. Da sind noch ein paar Plugs mit ESP32 dazugekommen, etc. Aber so wahnsinnig viel tut sich da jetzt auch nicht. Da bin ich wirklich mal gespannt, ob da in Zukunft ein bisschen mehr kommt. Äh, apropos Mehr und Meros, <laughs> schlechter Übergang. Ja, egal. Ähm, da gibt es jetzt auch Neuigkeiten, denn die letzten Tage habe ich so ein bisschen mit dem Support gestritten, ja. muss ich ganz ehrlich mal sagen. Ich krieg dann jetzt endlich meine US-Plugs dann doch geliefert. Ähm, ja, erstmal hatte ich eigentlich schon vor, keine Ahnung, zwei Monaten mit dem Support gesprochen und gesagt: Ja, ich will die haben. Kein Problem, das sind Wi-Fi-Teile, keine Zigbee-Teile, da ist egal, ob äh, ja, US oder nicht US. Ich habe hier ohne Probleme äh, Möglichkeiten, das Ding mit Strom zu versorgen und fertig aus. Wi-Fi ist Wi-Fi. Jetzt kriege ich sie dann doch endlich. Ja, in den USA haben sie schon alle. Bisschen ärgerlich, muss ich sagen. Das waren jetzt, glaube ich, acht Mails wieder, die ich hin und her getroppt habe. Aber eines muss ich sagen: schnell sind sie. Also der Support, der ist schnell. Das war wirklich innerhalb von ein paar Stunden immer, dass das hin und her ging. Also von dem her schon mal wenigstens ein Däumchen nach oben. Hast du deine EU-Teile schon, wenn du die bestellt haben solltest? Habe ja damals darauf hingewiesen, 500 Stück waren im Vorverkauf äh, dieser meros plugs äh, für die EU. Also da habe ich bisher leider auch noch nichts von gehört. Apropos Onbis, schaust du mal hier, hat äh, jetzt dann auch wohl den nächsten neuen Plug. Da ist noch nicht so viel zu sehen. Ähm, ja, da kommt es wahrscheinlich dann eher mal so ein bisschen auf den Preis an. Und wenn ich das richtig sehe, der Rest ist ja auch eben eine Thread unterstützt und eben nicht Meta. Da musst du halt selber wissen, ob das für dich reicht. Ähm, Im Moment ist es ja sowieso so, dass das wahrscheinlich besser läuft als irgendein Meta-Zeug. Sind wir mal ganz ehrlich. Dann als Neuestes äh, SNS Panel Pro. Schaust du mal hier gibt es ein neues Update. Ähm, das ist ja die 1.5.4. Da ist äh, ja, das remote Gateway jetzt dann äh, released worden beispielsweise. Das Ding kannst du ja auch entsprechend nutzen, hat äh, allerdings, wie du siehst, ja keine Tasten, falls äh, dich das Teil interessiert. Das heißt, hinten auch keine Relays und ist ja auch komplett was anderes als hier äh, dieses da. Denn hier nutze ich das entweder mit Home Assistant, IO Pro, wie auch immer. Zum Beispiel mit der Lovelace UI. Da gibt es übrigens auch eine neue Variante. Die finde ich auch ganz schick. Aber das Ding, das ist ja mit ADB nutzbar. Das heißt, da ist ein Android drauf. Das ist ja wirklich komplett was anderes. Naja, aber vielleicht schaue ich mir das auch dann nochmal an. Ich habe es ja so gemacht, dass ich ja beim Boden alles auswählen kann. Roborock! Ja, jetzt denkst du, was kommt jetzt wieder für ein Staubsaugerroboter? Ja, Fehlanzeige! Der H1. Und äh, wenn ich das so sehe, ist das ein Waschtrockner. Das heißt, für um die 1K kriegst du dann jetzt halt von denen einen Waschtrockner. Ähm, aber der soll halt smart sein, logischerweise. Sonst wäre das echt ein bisschen komisch. Und hat natürlich ein paar nette Features an Bord. Ja, Tierhaare war auch hier immer ein großes Thema. Das heißt, hast du Hunde, Katzen zu Hause, ist das vielleicht was, weil es auch entsprechend wollen Flusensieb automatisch reinigt und vieles, vieles mehr. Also von dem her, allerdings Roborock, oh, ja, weiß nicht genau. Da gibt es ja gar keine Erfahrung zu. Für mich persönlich wäre das wahrscheinlich nichts. Ja, Philips Hue, da gab es auch wieder ein App-Update, die 4.36 war das, glaube ich, für natürliches Licht. Ich oh, weiß gar nicht, ob das immer sollte. Ja, solche News überhaupt noch wert sind, wenn wieder irgendwelche ja, Lichtdinge kommen, aber gut, sei es drum. Ähm, ja, die Portable Light, das heißt, äh, hatte ich glaube ich, geheißen, weiß gar nicht, diese Tischlampe, die ist übrigens auch schon wieder ausverkauft. Ähm, das ist einfach der Wahnsinn. Also, weiß nicht, wohl doch eine Gelddruckmaschine, das Ganze. Die war ja nun wirklich auch nicht besonders äh, günstig, muss man mal sagen. Naja, egal. Ach ja, ein äh, tropfenförmiges Leuchtmittel E14 ist dann wohl jetzt demnächst auch am Start. Das gibt es ja schon als äh, Weißvariante und ja, das demnächst als Farbvariante dann noch dazu. Und es gibt noch eine andere Geschichte. Demnächst äh, ja, wird es wohl mehrere Accounts geben, ähm, um eben ja, Benutzer entsprechend dann auch da unterscheiden zu können. Gut, macht mir persönlich nichts aus. Ähm, Finde ich eigentlich okay, wie will man es denn ansonsten auch machen. So, und dann würde ich sagen, gehen wir mal kurz zu Nuki. Auch die haben eine Pressemitteilung rausgehauen, aber die war eigentlich relativ nichts sagen. Da hat es geheißen, dass ja entsprechend neue Schlösser dann wohl Matter Ready sein werden. Okay, wer macht das eigentlich nicht? Wobei Schlösser ist natürlich wieder interessant, dass das dann auch funktionieren soll. Denn TD zum Beispiel hat jetzt das Ganze noch weiter nach hinten verschoben. Du siehst hier, ja, dass ich ein kleines Tränchen vergieße. Ich hatte ja gehofft, dass ich das Ding jetzt eigentlich schon in Händen halte. Das wird mindestens mal ein Monat. Ich gehe eher von zwei Monate aus dauern, bis das dann irgendwann bei mir endlich da ist. Also auch da müssen wir wohl noch ein bisschen warten. So und dann kommen wir jetzt zur ersten großen Neuerung, was AVM betrifft. Habe ich ja, glaube ich, auch was hier. Genau. Ja, Fritzboxen setzen eigentlich auf Decktule. So und das ist die eine neue große Änderung, denn neben Matter, was für den neuen angekündigt ist, für die äh, 59er Serie, einmal die Pro-Serie ähm, zum Beispiel. Aber auch äh, die mit dem X äh, dran, kommen wir gleich zu, was da die Änderungen sind sonst noch. Unterstützen neben Sigby eben auch Matter. So, deckt Ole, wird natürlich noch unterstützt, wäre natürlich komisch, wenn nicht. Aber was soll ich jetzt davon halten? Schuster, bleib bei deinen Leisten, keine Ahnung. Wenn du eine Fritzbox hast, wovon ich ausgehe, aber es sind nicht arg viele, die natürlich das Smart Home da haben. Wie gefällt dir das Ganze bisher, was Automatisierung betrifft? Und würdest du dann deine SIGBI-Produkte da einbinden wollen und sonst nichts anderes haben? Also ich bin mir ehrlich gesagt noch nicht so 100% sicher. Und es ist ja auch so, dass wenn du dann noch keine Ahnung, ein IO Proger Home Assistant hast, die API im Moment auch nicht gerade die beste diesbezüglich ist. Also fände ich das natürlich dann wieder ein Rückschritt und wir das definitiv so nicht einbinden. Hat ja auch gute Gründe, warum man eigentlich im Moment auf solche Sticks setzt, denn ja, neben eben äh, Zigbee, kommen wir wieder dazu, ist eigentlich der neue Standard doch Thread, oder? Und von Thread habe ich jetzt noch nichts gehört. Kann natürlich sein, dass die äh, da was äh, ja, eingebaut haben, was neben Sigbee natürlich auch Thread unterstützen kann und sie es erst später rausbringen werden. Aber, ja, allein diese Taktik finde ich jetzt schon wirklich ein bisschen komisch, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, die eine Fritzbox, die ist eigentlich so ein bisschen für den Umstieg gedacht. Das heißt, wenn du dann später erst Glasfaser nutzt, und jetzt äh, entsprechend zum Beispiel noch die Telekom oder wen auch immer hast, äh, dann ist eben diese Box was für dich und wenn du dann äh, ja Glasfaser der neuen Generation, dann hast äh, 10G Standard, äh, dann ja, nutzt du eben die andere Fritzbox hier und ja, die hat natürlich dann entsprechend schon Power, das passt. Übrigens äh, WiFi 7 ist dann auch schon am Start. Äh, Allerdings, ob das am Anfang nicht wieder Probleme gibt, wie es am Anfang auch so ein bisschen ja, beim Wi-Fi 6 war, bin ich auch mal gespannt drauf. Wird ja demnächst verabschiedet äh, dieser Standard. Also wird sich da ja auch jetzt nicht mehr arg viel tun. Sonst wird sich AVM natürlich mega aus dem Fenster lehnen. Ja, ein Gateway gibt es übrigens auch noch. Äh, zum Beispiel, das heißt, du kannst deine alten Fritzboxen. Ähm, ja dann möglicherweise dann auch äh, Zigbee ready machen ob das jetzt irgendwas ist äh, was man kaufen muss äh, ja bin ich auch mal gespannt auf deine Meinung schreib mir sehr sehr gerne unten rein dazu ähm, ob du davon was kaufst ob du das nutzen würdest das würde mich wirklich mal brennend interessieren gibt ja vielleicht den einen anderen der auch einsteigt oder aber auch Heizkörper Thermostate hat oder sonstiges von AVM und jetzt sagt, okay, Siegbee passt doch jetzt perfekt dazu, da kann ich wirklich noch ein größeres Portfolio haben und mir reicht das Ganze. Ich bin mal gespannt auf deine Meinung. So, und dann würde ich sagen, kommen wir einfach mal zum neuen Home Assistant Update. Dem März-Update. Und zwar gibt es da wirklich tolle Neuigkeiten. Und die erste Neuigkeit, die bringe ich gleich mal, weil das ist die Hammer-Neuigkeit, auf die wirklich viele, viele von euch da draußen gewartet haben, die Home System einsetzen. Bisher gab es ja nur die Möglichkeit, entweder einzeln verschiedene Dinge wieder zu laden. Das heißt, du hast ein YAML-File geändert und gehst dann her und reloadest das entsprechend. Oder du hast andere Dinge geändert und warst eigentlich genötigt, Dein Home Assistant entsprechend zu restarten, nervt gewaltig, dauert natürlich auch seine Zeit und das, das hat sich jetzt geändert. Das heißt, du kannst Punkt 1, alle deine YAML-Files äh, direkt entsprechend ja, neu laden lassen. Das reicht ja wirklich in vielen Fällen aus und kannst aber auch wirklich unterscheiden in diverse Dinge. Wie zum Beispiel dein Home Assistant neu starten, dein Home Assistant aber auch zum Beispiel mit Add-ons äh, neu starten. Das heißt, ja, das ergibt einfach eine Zeitersparnis, das Ganze, und du kannst dir aussuchen, was du gerade brauchst. Dafür alleine gibt es von mir wirklich einen fetten Daumen nach oben. So, dann gibt es äh, die Möglichkeit, dass du Home Assistant jetzt abfragen kannst mit Assist. Was Statis betrifft, das ging ja vorher auch nicht. Es ist, äh, sagt dir vielleicht was, kannst du hier dir mal anschauen. Ähm, da ist es ja so, einmal kriegst du natürlich diese Textbox, äh, kannst das aber auch über die Companion-App zum Beispiel mit äh, ja, deinem Siri äh, verbinden oder oder oder. Und das ist wirklich eine schöne Sache. Da geht es voran und ich freue mich wirklich ja, wie ein Schneekönig, was dieses Jahr hier noch alles passieren wird. Dann, äh, ja, Sensorengenauigkeit kannst du jetzt auch ganz einfach einstellen. Ja, und du siehst auch, was die UI betrifft, äh, wird sich so einiges tun äh, dieses Jahr noch. Und es wird wirklich vieles vereinfacht, wo du eben nicht mehr hergehen musst und ja, in irgendwelchen Jammelfails äh, rumdoktern musst. Also ich bin auch mal da gespannt. Das heißt, ich gehe wirklich mal von aus, dass das auch so langsam, aber sicher. Für die Anfänger zumindest mal bis Ende des Jahres so sein wird, dass man vieles machen kann, ohne eben coden zu müssen. Das ist zumindest meine Hoffnung, denn es ist ja eigentlich auch geplant unter der Hand, dass dann auch schon diverse Fenster entsprechend verschoben werden können im Dashboard und so weiter und so fort. Ich hoffe mal, da ist noch, ja. Genug Luft ähm, ja, und eben nicht nur das Ganze mit äh, der Sprache, sondern vielleicht auch noch viel mehr UI. Ich bin auf jeden Fall gespannt. ESP Home, wollen wir gar nicht drüber reden. Da geht es ja auch weiter. Auch eine coole Sache. Ja, Automatisierung, äh, haben jetzt auch neue Dialoge gekriegt. Äh, Blueprints kennst du ja eigentlich schon wenn du äh, entsprechend Home Assistant einsetzt. Das sind sogenannte Vorlagen, die definiert sind und äh, davon gibt es jetzt bei den Automatisierungen direkt auch schon äh, welche demnächst. Ja, und dann kommen wir zur weiteren großen Neuerung und zwar ist die hauptsächlich unter der Haube passiert, denn ja, Matter und Thread äh, wurde entsprechend upgedatet, upgraded muss man sagen, unter der Haube, da ist auch so einiges passiert. Ob jetzt tatsächlich heute Abend dann die Bridge-Unterstützung drin ist, das kann ich jetzt nicht versprechen. Es war angedacht, es gab noch ein paar kleine Problemchen. Ähm, ich habe es zum Beispiel mit der Philips-U-Bridge, äh, mit der Beta bisher nicht geschafft. Äh, stand jetzt irgendwie, keine Ahnung, äh, halb vier sowas. Ähm, aber kann natürlich sein, dass dann ja abschließend die Feinde es dann doch noch schafft. Ähm, Wäre natürlich eine coole Sache. Dann wären sie sogar vor Amazon, was das Ganze betrifft. Ja, wenn du schon die Beta installiert hattest äh, und dann äh, entsprechend natürlich auch Thread schon ausprobiert hast und hast Probleme, dann gehe bitte her, lösch alles. Das heißt, lösche die Add-ons lösche, wenn du natürlich dann ähm, so ein Sky Connect oder sowas hast, ähm, lösche dann bitte schön auch ja das Multi-Protokoll, ähm, was man dann braucht, um eben umschalten zu können zwischen ZigBee und Thread. Also lösche bitte alles raus und geh auch in den Punkt Storage äh, rein und guck auch dort die Thread-Geschichten und lösche den File etc. Das heißt, mach wirklich bitte alles clean. Auch das war bei mir ein kleines Problem, weil in der vorhergehenden Beta ich natürlich OpenThread und so schon installiert hatte und ja, das hat leider nicht so ganz harmoniert zusammen. Und dann fangen ganz einfach wieder von vorne an, das heißt mit Multiprotokoll und äh, Thread und natürlich äh, Zigbee und dann äh, später dann Matter dazu und dann sollte das Ganze hoffentlich dann passen. Ja, was gab es sonst noch? Python 3.11 äh, ist dann auch soweit, allerdings Vorsicht, äh, das ist nicht für alle Installationsarten im Moment. Äh, ja, für meine zum Beispiel äh, definitiv noch nicht, aber das wird kommen und das wird dann auf jeden Fall um einiges äh, das Ganze beschleunigen, also auch eine schöne Sache. Und ja, unter den anderen Dingen. Ist zum Beispiel Omada mit bei Unify, kennst du vielleicht? Und äh, Omada ist sowas ähnliches ähm, im Bereich Netzwerk, allerdings ein bisschen günstiger ähm, von TP-Link ähm, und eigentlich auch relativ gut. Kannst du ja vielleicht dir mal anschauen, wenn du sowas brauchst in der Richtung. Dann Rio-Link, man höre und staune, auch eine coole Sache. Da gibt es äh, zum einen. Ähm, ja, Zoom-Möglichkeiten waren das, glaube ich. Aber auch noch andere Dinge, die neu dazugekommen sind. Beim on standard ähm, auch entsprechend neue Dinge dazugekommen. Das heißt, jetzt kann man eigentlich da fast alles machen. Und ich würde sagen, am Wochenende ja, schnappe ich mir eine Reolink-Kamera und dann schauen wir uns das Ganze gemeinsam an und binden das natürlich neu mal in Home Assistant ein, was es da so alles gibt, würde ich mal sagen. So, und dann kommen wir zu Shelley. Wer das Ganze nicht gesehen hat, ich hatte ja so einen Short gemacht gehabt. Ähm, dazu soll es diesen Monat eben nicht nur den Aufdruck geben. Ähm, da steht ja auf jeden Fall die EN-Zertifizierung drauf, ähm, war allerdings ja noch nicht äh, gegeben. Und das soll diesen Monat dann definitiv soweit sein. Bin ich auch mal gespannt drauf. Ähm, der neue Button, das ist ja dieser Bluetooth-Button, ähm, der wird dann jetzt hoffentlich auch bald kommen. Wurde jetzt auch wirklich angekündigt. Also gehe ich mal von aus, ja, spätestens nächste Woche sollte man den dann auch kaufen können. Und jetzt zum dritten, nämlich die Shelly-App. Web haben wir uns ja schon angeguckt gehabt und. Ja, bei der App tut sich natürlich jetzt nicht arg viel, weil das ist genau das Gleiche. Was soll ich sagen? Es gibt natürlich Kritik, das ist richtig. Nichtsdestotrotz finde ich eine absolute Verbesserung. Das muss ich definitiv mal sagen. Es gibt natürlich äh, Möglichkeiten, ja, zu betrachten, was du äh, entsprechend hier an Verbrauch hast. Ähm, es gibt äh, da neue Grafiken, schöne neue Dinge. Das Einzige, was mir ein bisschen missfällt, ist eben, wenn du durchscrollst deine verschiedenen Devices, da ist mir bei der App das einfach zu viel Platzverschwendung, da müssen sie tatsächlich noch ein bisschen was tun, finde ich. Aber ansonsten, ja, es ist etwas altbacken tatsächlich, also es ist nicht 2023 like, aber ich finde es trotzdem für Shelly und der Firma Altergo. Fast schon ein Meilenstein, muss ich sagen. Also von dem her gibt es bei mir trotzdem ein Däumchen nach oben. Auch wenn natürlich ein paar Sachen noch haken und nicht so richtig funktionieren. So, das soll es gewesen sein äh, mit den Updates für heute. Ja, vielleicht sehen wir uns ja heute Abend im Discord. Ähm, bin ich auf jeden Fall mal da. Und ansonsten würde ich sagen, schöne Restwoche und vielleicht sehen wir uns dann am Wochenende. Also macht's gut. Bis dann. Ciao, ciao. Euer Jörg.